Die Lehrerinnen bereiten die letzten Schritte des Unterrichts für die ärmsten Bewohner von Guatemala-Stadt vor. Anna Garcia Nitsch unterrichtet an 3 Tagen pro Woche Frauen. Doch Anna möchte nicht nur die Grundlagen der Bildung vermitteln. Diese Frauen haben Rechte. Sie tragen viel Verantwortung und sie verdienen Anerkennung. Oft wissen sie nichts von ihrer Würde und wie viel sie wert sind. Das vermittle ich ihnen. Ich helfe ihnen zu entdecken, was in ihnen steckt. Rund 300 Frauen unterrichten Anna und ihre Kolleginnen jede Woche für die Bildungsorganisation ASEPA. Nos vemos. Annas Einsatz ist mit Risiken verbunden. Die armen Viertel Guatemalas werden von Gangs regiert. Der Alltag ist von Verbrechen und Gewalt geprägt. Um in die Barrios zu kommen, sind Anna und ihre Kollegen auf einen sicheren Transport angewiesen. Diesen finanziert das Schweizer Hilfswerk MIVA. Heute fährt Anna nach Ponderosa, ein Elendsviertel am Stadtrand. Viele der Einwohner haben nie eine Schule besucht. Annas Unterricht ist für sie die einzige Chance auf ein besseres Leben. Mit dem Minibus können wir direkt in die Viertel hineinfahren. Ohne eigenes Auto sind sie schwer zu erreichen. Und für uns Frauen wäre es zu gefährlich. Mit dem Auto erreichen wir den Ort sicher, an dem wir unterrichten. Der Kurs für die Erwachsenen findet in der kleinen Grundschule von Ponderosa statt. Heute steht ein Diktat auf dem Programm. Oyente. Geübt werden einfache Wörter der spanischen Sprache. Aber Anna und ihre Kolleginnen vermitteln mehr als nur die Grundlagen der Bildung. Ihr Wunsch war es, zur Schule zu gehen. Als sie klein war, hatte sie diese Möglichkeit nicht. Anna erzählt die Geschichte eines Mädchens, welches die Gelegenheit bekam, zur Schule zu gehen. So schärft sie bei ihren Schülerinnen das Bewusstsein für die Wichtigkeit, lesen und schreiben zu können. Wir alle sind gleich viel wert. Ich will lernen, meinen Namen zu schreiben. Nicht mal das kann ich. Ich habe ihr gesagt, bring mir bei, wie man unterschreibt. Für die Frauen ist der Unterricht eine Befreiung aus der Unmündigkeit. Sie sollen weiterkämpfen und vorankommen. Hoffnung gibt es für jeden von uns. Wir werden immer das erreichen, was wir uns vornehmen. Wir ziehen das durch. Nicht so fest aufdrücken. Mit ihrem Engagement eröffnet Anna den Frauen Möglichkeiten, die ihnen zuvor undenkbar schienen.